So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich muss sagen, ich bin gerade richtig angepisst. So angepisst war ich wirklich schon ewig nicht mehr. Man muss dazu sagen, ich habe heute den ganzen Tag mit Kevin zusammen Battlefield 4 gesuchtet. Wirklich von morgens bis eben um 17 Uhr. Erstmal, wir haben schon ewig nicht mehr zusammen Battlefield gespielt und vor allem nicht so lange zusammen Battlefield gespielt. Wir haben, keine Ahnung, 10 Runden da oben groß gespielt oder so, wenn nicht noch mehr. Und es waren wirklich so geile Sachen dabei. Es sind so geile Sachen passiert, es sind so viele neue Insider entstanden. Es war einfach, wir hatten den Spaß unseres Lebens. Wir haben rumgeschrien, wir hatten Spaß, wir haben gelacht. Es sind einfach so heftig geile Sachen passiert und vor allem die letzten 2 Runden, ne? Das glaubt uns keiner und ihr werdet es mir jetzt auch nicht glauben, weil man davon einfach nichts mitbekommt. Es ist so krass, was Ingame-Sound bzw. unsere Stimmen ausmachen, aber vor allem der Ingame-Sound. Ihr seht jetzt hier eine Heli-Runde, die ich, ohne zu lügen, und Kevin auch zur heftigsten Heli-Runde in ganz Battlefield, Battlefield 3, Battlefield 4, wie auch immer, einfach zur heftigsten Heli-Runde benennt, ja? Es ist so krass, was wir hier gemacht haben, wie wir das überlebt haben, was alles passiert ist, ja? Es ist einfach so heftig. Man muss dazu sagen, manchmal ist es so, dass halt mich ja Leute auf dem Server erkennen, von wegen YouTube, Equa und so weiter, dann halt ins Gegnerteam gehen und mich mit dem Jet-Rap wegrammen wollen, weil sie sehen ja im Killfeed, oh, der fliegt Scout-Heli im Little Bird, okay, gehe ich in Jet und ramme ihn weg oder gehe in einen anderen Heli und ramme ihn weg oder gehe ihm einfach herbe auf den Sack, Stinger die ganze Zeit, RPG oder das gleich mit dem Panzer, dann halt C4-Quads und so weiter und dann sich feiern, wenn man mich dann holt und so weiter. Alles nicht so schlimm, sollen sie mich ab fucken, sollen sich mit dem Jet wegrammen und so weiter. Aber diese Runde und die Runde davor war so mega komisch, ne? Es hat niemand wirklich was aus dem Gegnerteam in Chat geschrieben, von wegen Equa und so weiter. Aber es war einfach so, dass so wirklich mindestens 10 Leute haben uns diese Runde und die Runde davor extrem verfolgt und sind uns auf den Sack gegangen, beziehungsweise wollten uns einfach töten. Diese Heli-Runde hier, wirklich die heftigste aller Zeiten, werdet ihr nicht so sehen. Ich kann es auch vollkommen nachvollziehen, beziehungsweise ich kann es euch auch gar nicht übel nehmen, wenn ihr jetzt sagt, okay, so krass war das gar nicht hier, was ihr hier gerade seht. Aber das ist wirklich einfach die Sache, was Ingame-Sound und so weiter ausmacht. Weil gleich dahin auf dem Flugzeugträger geht die Mega-Action ab, ja? Ich springe da mal kurz hin, weil ich bin jetzt nicht gleich an der Stelle. Und dann gucken wir uns das mal zusammen an. So, wir sind auf dem Flugzeugträger und es ging damit los, dass Kevins Heli down gegangen ist, ich jetzt hier gegen den anderen Heli gekämpft habe, aber down gehe, weil einfach alles auf mich geht, ja. Und ich schlepp mich hier mit 17 Leben, 16 Leben, 13, 8 Leben um die Ecke, sammel Kevin ein, der mich wie ein Boss wirklich hoch repariert und dann verfolgt uns dann Whipboat, ja, das hat mich schon die ganze Zeit verfolgt und so weiter. Wir sind jetzt hier im Heli, das schießt uns die ganze Zeit an. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, warum ihr das jetzt nicht so nachvollziehen könnt, weil keiner von euch würde jetzt die ganze Zeit unten aufs Leben gucken. Wir werden aber die ganze Zeit von überall angeschossen. Es sind jetzt so 6, 7 Leute, Fahrzeuge, Gegner, die alle auf uns gehen. Das Attackboot da hinten, seht ihr, das schießt auf uns. Das Whipboat schießt auf uns, die Anti-Air hinter uns schießt auf uns. Und was ihr mir nicht glauben werdet, weil man es nicht sieht, da ist die ganze Zeit ein Jet, der uns weg rammen will, beziehungsweise uns immer wieder versucht abzuschießen. Hier ist ein Jet, der die ganze Zeit hier auf uns Anflüge macht und so weiter, aber von dem Jet sieht man einfach im Gameplay nichts, rein gar nichts. Wo ist dieser fucking Jet? Man sieht ihn einfach nicht, weil man es nicht hört. Man hört den Jet einfach nicht, aber der war die ganze Zeit da. Man sieht ihn nicht, der wird auf der Minimap nicht angezeigt, weil er wahrscheinlich nicht markiert ist oder geschossen hat. Keine Ahnung, hier war die ganze Zeit ein Jet. Und ihr müsst jetzt mal bedenken, wo wir hier sind. Wir sind hier am Arsch der Welt. Hier ist ein Attackboot, was uns die ganze Zeit verfolgt hier. Die ganze Zeit hier ist ein Whipboat, was jetzt auch auf uns geht. Plus das Attackboot. Und ihr müsst jetzt mal aufs Attackboot achten. Die sind ausgestiegen. Warum sind die ausgestiegen? Weil sie uns mit dem Attackboot nicht down bekommen. Und uns jetzt beide stingern. Oder alle, die da drin sind, stingern uns. Wir kämpfen jetzt noch gegen das Whipboat, machen es down. Da ist schon der Typ, der stingert. Von hinter uns werden wir auch die ganze Zeit gestingert. Beziehungsweise da ist noch ein Boot, wovon man auch nichts mitbekommt, was die ganze Zeit TVs auf uns schießt und von weiter weg mit der normalen Gun auf uns schießt, aber die ganze Zeit zwischen auch TVs an uns vorbei. Und es ist so heftig. Wir haben jetzt zum Beispiel 58% Leben. Davon bekommt man gar nichts mit. Jetzt ist hier ein Typ, der stingert aus dem Boot noch. Dann hinter uns ein Little Bird und das nächste Whipboat ist auch schon wieder auf dem Weg zu uns. Und das andere Techboot schießt auch noch auf uns.
Wir haben hier die ganze Zeit übrigens den Heli haben wir Daumen bekommen, weil es ein Z11 ist und ich ihn mit meinem Little Bird weggerammt habe, weil diese Z11 sind ganz empfindlich. Die kriegen ganz leicht Schaden und explodieren ganz schnell. Und ich habe den einfach mit meinem Little Bird weggerannt. Hier ist übrigens eine Stinger, von der man jetzt auch fast gar nichts gesehen hat. Und den Typen hole ich mir jetzt, der Stinger jetzt nochmal. Das sind alles so Sachen. Stinger werden auch nicht immer angezeigt. Es wurde die ganze Zeit von diesem Flugzeugträger gestingert und RPGs sind geflogen. Von dem Jet ist keine Spur, den kriegt man auch nicht mit. Aber Leute, ihr müsst mir einfach glauben, das war die heftigste Action, heftigste Heli-Runde, das heftigste Heli-Gameplay, was ich oder wir zusammen oder allgemein jemals hatten. Wie wir das überlebt haben da und es geht, der zweite One und so weiter geht auch noch weiter. Ich habe am Ende auch gesagt, beziehungsweise das war das heftigste 22-0, weil da sind wir down gegangen. Wir haben kaum Kills gemacht, aber das war das heftigste 22-0. Das habe ich wirklich von Herzen gesagt, was ich jemals hatte. Das ist so schade. Wie gesagt, ich kann es euch nicht übel nehmen, wenn ihr das nicht nachvollziehen könnt, beziehungsweise es nicht sieht, nicht seht. Weil man sieht es auch nicht. Wenn ich mir das Gameplay jetzt hier im Nachhinein angucke, habe ich jetzt schon mehrmals, ich sehe da nichts. Das ist einfach, das ist, man sieht da nicht. Man sieht zwar, okay, da sind jetzt 2, 3, 4 Boote und noch ein Scout hier und ein paar Stinger-Leute, die da auf uns gehen. Aber man sieht nichts davon, wie es wirklich war, was das für eine krasse Action war, wie wir dabei rumgeschrien haben und was das für knappe Momente manchmal waren, weil Dinge an uns vorbeigeflogen sind. Wie gesagt, Stinger sieht man auch nicht immer. Wir wurden die ganze Zeit gestingert da hinten auf dem Flugzeugträger. Ein Boot, was die ganze Zeit mit TVs geschossen hast. Ein anderes Boot und das Whipboat und der Scout-Heli. Und vor allem die Anti-Air, die die ganze Zeit von da ganz, ganz weit hinten immer wieder auf uns geschossen hat. Mit Active Radar-Raketen und der normalen Gun, den ich super ausgewichen bin und so weiter. Es war wirklich einfach so heftig und man hatte einfach gar nichts davon gesehen jetzt. Ihr müsst es mir einfach glauben, ich fand es einfach zu schade, weil viele sagen von euch ja immer, lad es doch einfach so hoch und kommentier es nach. Das macht bei solchen Runden aber keinen Sinn, weil es wirklich, es war so mega heftig. Ich kann es nicht oft genug sagen, wie heftig das war. Man kriegt davon aber einfach nichts mit. Ich mach's jetzt einfach, weil es zu schade war. Und auch die Runde davor, ne? Das glaubt ihr nicht. Das glaubt niemand. Aber ich hab's mir eben auch angeguckt. Das sieht da nicht so aus. Das ist ja einfach nicht so. Man sieht zwar die Gegner und Fahrzeuge, aber nicht die Action. Die Runde davor war auf fehlerhafte Übertragung. Da hat uns so ein Autosniper Level 127er von einem Berg weggesniped, ja? Daraufhin sind wir in den Panzer gegangen, sind am Rand der Map, wirklich am Rand der Map langgefahren. Und haben halt auf den geschossen vom Rand der Map, auf dem Berg, da wo der war. Und wir waren wirklich in der Nähe von keiner Flagge, da war nichts. Wenn wir einen Meter zurück mit unserem Panzer gefahren sind, waren wir außerhalb vom Kampfgebiet. Wenn wir einen Meter vorgefahren sind, waren wir wieder normal im Schlachtfeld und so weiter. Es war wirklich am Arsch der Welt. Keine Flagge in der Nähe, nichts. Wir standen da eine Minute. Es sind 2 Quads zu uns gesprungen, die uns wegzifieren wollten. Okay. Transportheli war am Start, der voll beladen ist, der auf uns gegangen ist, wo 5 Leute rausgesprungen sind. Ein Tank und ein LLV waren da, plus halt die Infanterie und es war so heftig. Da war nichts, wir konnten uns nicht erklären, warum die Leute uns töten wollten. Da war wirklich nichts und es war die heftigste Action. Es ging los damit mit 2 Quads, den einen habe ich mit dem RPG abgeschossen, so in der Luft, der ist ganz cool geflogen auf unseren Tank. Ich habe den mit C4 beladen, das C4 beladene Quad mit dem RPG abgeschossen. Dann kam der Transportheli, den hat Kevin mit seinem Tank abgeschossen. Dann kam der nächste Heli, den habe ich mit dem RPG abgeschossen. Ich glaube, das war der Tech-Heli oder noch ein Transportheli, falls sie uns den geklaut haben. Es war irgendein Heli, den ich mit dem RPG abgeschossen habe. Dann kam da die ganze Infanterie raus, beziehungsweise die Infanterie ist vorher aus dem Transportheli rausgesprungen. Da bin ich ausgestiegen aus unserem Tank, hab 3 Leute mit der Ace-52 weggeholt. Die restlichen 2 hat Kevin mit dem Tank weggeholt. Und die ganze Zeit sind wir zwischendurch ausgestiegen, haben repariert, haben wieder gegunnert und geschossen, wieder repariert, ausgestiegen, repariert und so weiter. Das war die heftigste Action am Arsch der Welt, wo nichts ist. Wir konnten uns das nicht erklären und auch das ist eine Sache, die ich mir eben angeguckt habe, wo man einfach nichts davon sieht. Es ist einfach, weil der Sound nicht da ist, weil unsere Stimmen nicht da sind, vor allem der Sound, kriegt man davon einfach nichts mit und es ist so schade. Es ist so schade, das waren so geile Runden, auch die anderen Runden. Es war so geiler Scheiß. Ich werde nachher noch mit Kevin ein bisschen Battlefield 4 spielen, wenn er wieder da ist, ist dann relativ spät und vielleicht kommt da nochmal irgendwas zustande. Aber das Dumme an der Sache, beziehungsweise das, was mich so ärgert, ist so eine Sache, okay, so ein 100-0 Flutgebiet oder Hainan Resort, ja, ist ein 100-0, also jetzt, um das mal so vergleichen zu können,
kann man wieder machen, wisst ihr? Aber das sind so Sachen, das sind Emotionen und Dinge, die passieren, die nie wieder passieren werden. Und das ärgert mich so mega. Und was mich noch mehr ärgert, ist es gar nicht, ist es, dass es gar nicht meine Schuld ist. Das Programm DxTobi hat sich einfach von alleine umgestellt, ja. In der ersten Runde, die wir gespielt haben, war Sound da. Ich bin nicht auf den Desktop gegangen, ich habe nichts ausgemacht, nichts umgestellt. Ich war die ganze Zeit in-game, wir waren die ganze Zeit in-game. Und in der nächsten Runde war einfach kein Sound mehr da. Es war einfach kein Sound mehr da, es hat sich einfach alleine umgestellt. Ich hätte es jetzt verstehen können, hätte ich das Headset irgendwie abgezogen, dass es denn das nächste Aufnahmemedium genommen hätte, aber habe ich nicht. Erste Runde war Sound da, ab der zweiten nicht mehr, es hat sich alleine umgestellt. Vielen Dank dafür, DxTobi, echt, es ärgert mich so richtig. Es ist so heftig, wie wir die Situation überlebt haben, auch dass die Leute aus dem Boot ausgestiegen sind da vorhin. Das liegt einfach daran, dass Kevin die auch mit dem RPG beschossen hat aus dem Heli noch, immer gewechselt hat, und es war einfach so heftig. Es ist so, es ist halt so, dass ihr das gar nicht seht und so weiter. Wie gesagt, ich kann es euch auch nicht übernehmen, aber auf jeden Fall, wir sehen uns morgen wieder. Haut eine Bewertung raus, falls euch mein kleines Aufreger-Commentary hier gefallen hat. Es tut mir wirklich so leid. Ich weiß, es ist nicht nachvollziehbar, aber es war einfach die heftigste Scheiße überhaupt, die wir da gespielt haben. Man sieht es einfach nicht. Geil. Bis morgen, Leute. Tschüss, habt noch einen schönen Abend.